Guten Morgen, Wanderfreunde. Thomas vom Wanderblog. Ich begrüße euch. Heute sind wir in der Eifel unterwegs, genau genommen in Zingsheim. Das ist ein Ortsteil von Nettersheim. Hier beginnt die Eifelschleife Wald, Wasser, Wiesen, Weiten. Die Strecke ist ungefähr 9,5 Kilometer lang und hat 120 Höhenmeter. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist und wie viel Schnee auf den Wegen liegt, dann kommt mit. So, jetzt habe ich auch mal einen Schneeengel gemacht. Sehr schön. Ja, richtig viel Schnee liegt hier in der Eifel. Richtig toll. Ja, ich bin heute mit meinem Sohn unterwegs, mit meinem Jüngsten. Der hatte schulfrei. Ja, und dann haben wir gedacht, gehen wir mal in die Eifel, eine kleine Wanderung machen und den Schnee begutachten. Ja, Zingsheim ist uns sehr bekannt. Zur Corona-Zeit haben wir hier unsere erste Eifelschleife unternommen. Und zwar die Zingsheimer Schutzhüttentour. Und danach wurden es halt immer mehr. Mittlerweile sind es, glaube ich, über 50 Eifelschleifen, die wir schon gegangen sind oder die ich alleine gegangen bin. Also richtig klasse hier. Und ja, fürs Erste würde ich sagen, weiter geht's. Ja, wie ihr gesehen habt oder auch gehört habt, hier ist ein Elektrozaun, also von so einem Haus. Also ich weiß nicht, ob da Tiere drin sind oder sowas oder Rehe oder keine Ahnung. Aber warum macht man in seinem Garten einen Elektrozaun? Ich weiß gar nicht, ob man das so einfach darf. Bin schon sehr kurios. Naja, aufpassen auf jeden Fall. Ach, ich sehe gerade hinten so ein Gebäude, vielleicht ist das auch ein bäuerlicher Betrieb oder sowas, könnte natürlich auch sein. Ja, was ich noch erzählen wollte, ich habe heute meine richtigen Wanderschuhe an. Also die hatte ich bestimmt schon über ein halbes Jahr nicht mehr angehabt. Und die sind auf jeden Fall besser zu gehen als bei der letzten Wanderung, wo ich ja mit meinen Fußballschuhen, meinen blauen Wanderschuhen immer hingefallen bin. Heute ist es auch ein bisschen rutschig auf dem Wegen, aber mit den Wanderschuhen, mit meinem Jack Wolfskin, geht es eigentlich ganz gut. Also man hat auf jeden Fall einen besseren Halt als mit den blauen Schuhen. Ja, dann würde ich sagen, bis später.
Ja. Ja, eine richtig tolle Abfahrtsstrecke, wenn man Schlitten fahren möchte. Aber da gibt es einen Haken. Da ist ein Stacheldrahtzaun. Mein Sohn fand das auch gerade richtig toll. Aber dann kam dieser Stacheldrahtzaun und ja, da will man natürlich nicht runterfahren. Außerdem ist die Strecke auch nicht komplett mit Schnee bedeckt. Trotz alledem muss man sagen, hat mein Sohn richtig Spaß hier im Schnee, auch wenn wir den Schlitten vergessen haben. Also er blüht hier richtig auf. Die Kinder sehen so selten Schnee, ja, besonders in Köln natürlich. Aber hier in der Eifel hat man auch immer wieder die Möglichkeit, auch Schnee zu sehen. Also richtig herrlich sowas. Ja, wir gehen jetzt weiter abwärts ins Orftal. Ja, und dann kommen wir auch gleich schon nach Nettersheim. Und da würde ich sagen, weiter geht's. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt im Orftal, kurz vor Nettersheim. Und da vorne ist diese Bahnstrecke. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die jetzt die Verbindung ist. Auf jeden Fall die eine Strecke ist auf jeden Fall wieder in Ordnung. Jetzt sieht man es auch ein bisschen. Und da vorne, ich weiß jetzt nicht, wo lange es da geht, Richtung Köln anscheinend, das ist noch nicht repariert worden. Also das ist auch von Hochwasser vor 1,5 Jahren. Auch hier wurde die Bahnstrecke komplett zerstört. Der Bahnverkehr kam zum Erliegen. Und ja, die Urft hat hier richtig dickes Hochwasser mitgeführt. Hatte eine richtige Flut gab es hier. Zahlreiche Opfer auch hier. Ja, sehr schade, aber ist leider so. Und ja, ein Teil, wie gesagt, wurde jetzt wieder repariert. Und das andere Teilstück ist noch nicht befahrbar. Das heißt, das dauert noch ein bisschen. So, Nettersheim haben wir jetzt hinter uns gelassen. Jetzt sind wir so auf einer Art Single Trail. Also richtig klasse. Es geht jetzt aufwärts. Mal wieder auf schneebedeckten Wegen. Aber man muss teilweise richtig aufpassen. Ist nämlich teilweise doch ziemlich rutschig. Gibt auch einige Passagen, die doch, ja, wo man ausrutschen könnte und so. Wie gesagt, Vorsicht ist geboten. Wie gesagt, dieses Wegstück ist richtig toll. Die anderen Wegstücke, ja, es waren alles so breite Wege. Die waren jetzt weniger schön. Aber das hier, muss ich sagen, das hat doch schon was. Also doch ganz toll. Ja, wie gesagt, wir wandern jetzt aufwärts. Und ja, dann melde ich mich gleich wieder. Thank you.
So, die Wanderung geht jetzt zu Ende. Uns hat die Eifelschleife Waldwasser Wiesenweiten sehr gut gefallen. Auch alle vier Ws haben wir gesehen. Ja, im Winter ist das natürlich ein ganz anderer Eindruck als im Sommer. Aber wie gesagt, die Winterwanderung hat richtig viel Spaß gemacht. Auch Moritz fand das richtig toll, hier im Schnee rumzuwühlen und zu spielen. Ich fand es auch richtig toll. Ja, wie gesagt, es gab auch einige Sehenswürdigkeiten, wie zuletzt gerade der römische Tempelbezirk. Und auch einige Fahrtabschnitte haben wir gesehen. Und auch das Erftal. Also hat schon was zu bieten, finde ich. Also richtig toll. Ja, da bleibt mir noch zu sagen, wenn das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Thomas.